Ey, wie ist die da hochgekommen? Wie ist die da hochgekommen? Oder gibt's da eine Treppe hoch? Tatsache. Ihr riskiert euren Hals, wenn ihr herkommt. Ach, lass mich in Ruhe. Immer schön ausdauern. Wieder herstellen. Oh, Moment mal, die Tür. Caius Cosades, wir sind bereit für deinen Befehl. Speichern. Da, habt ihr es gerade oben rechts gesehen? Ich weiß nicht, ich das grüße kommt. Euch. So, Befehl. Da. Also, Pilger, ihr seid neu und das sieht man. Hier sind 200 Draken. Besorgt euch eine vernünftige Waffe, eine Rüstung oder einen Zauber. Gebt euch als Abenteurer aus. Davon gibt es hier viele. Ihr könnt der Kriegergilde beitreten oder der Magiergilde oder dem kaiserlichen Kult oder in die kaiserliche Legion eintreten. Dort aufsteigen, eure Fertigkeiten verbessern und Erfahrungen sammeln. Oder sucht Arbeit auf eigene Faust. Dann, wenn ihr bereit seid, kommt zurück und ich werde Befehle für euch haben. Na gut. Arbeit auf eigene Faust? Ihr könnt einfach herumgehen und nach Arbeit fragen. Monster jagen und ihre Häute verkaufen. Zutaten für Alchemisten sammeln. Banditen und Schmuggler überfallen. Ruinen nach Beute absuchen. Alles, was ihr braucht, sind bessere Fähigkeiten, Konditionen und Wissen über Morrowind. Gebt das, was ihr verdient, für Ausrüstung und Ausbildung aus. Dann kommt zurück, weniger Grün hinter den Ohren, damit ich mir weniger Sorgen machen muss, wenn ich euch auf meine Mission schicke. Auf eine Mission schicke. Das haben wir, glaube ich, auch schon geredet. Okay, das ist jetzt seine Mission für uns. Ich kann auch nicht mehr scrollen. Ist also weg, die Quest. Na gut, ich weiß nicht. Bin ich jetzt... Ich möchte vorher speichern. Wenn ich jetzt nochmal auf Befehle drücke, kriege ich dann einen? Ihr seid bereit für Befehle? Gut, geht zu Hasfat Antabolis von der Balmora-Kriegergilde, um mit ihm zu reden. Fragt ihn, was er über die Nerevarine-Geheimkult... und den Geheimkult des das sechste Haus weiß. Zuerst müsst ihr ihm einen Gefallen tun. Wahrscheinlich einen unangenehmen Gefallen. Aber tut es einfach. Beschafft nun die Informationen von Antabolis und macht mir Meldung. Übrigens, das wird... Ach, das ist egal. Ich will das sowieso noch nicht machen. Ich lade einfach neu. Ich wollte nur wissen, ob er uns wirklich einen Auftrag gibt oder ob er sagt, wir sollen noch ein bisschen skillen. Ich höre. Wobei. Ja, doch. Wir gehen jetzt zur Kriegergilde. Wir machen jetzt erst die Kriegergilde. Ja. Ich entscheide jetzt, dass wir jetzt zuerst die Kriegergilde machen. Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ich jetzt nächstes machen soll. Vielleicht mache ich sogar. Verschwendet nicht meine Zeit. Also ich habe sowieso vor, möglichst alles zu machen, aber ihr könnt die Reihenfolge bestimmen. Soll ich vielleicht als nächstes die Hauptquest durchspielen oder so? Oder die Magiergilde? Oder soll ich Diebesgilde machen oder so? Die Reihenfolge könnt ihr bestimmen. So. Kriegergilde. Oh, den kennen wir. Der war in Sedanin auch. Die sieht mich hier. Schade. Naja. Wollt ihr mir endlich sagen, worum es hier geht? Okay. Ah, ein neues Gesicht. Was kann ich euch also über Balmora erzählen? Ich tratsch liebend gern über die neuesten Gerüchte. Und wenn ihr vielleicht ein kleines Geheimnis wisst, können wir uns eventuell austauschen. Oder nein, erstmal Kriegergilde beitreten. Gibt es hier doch sicher, oder? Oder Gilde beitreten? Nein. Beitreten? Nein.
Okay, dann lesen wir uns einfach durch. Ich bin Vasile Karaskel, Kundschafter und Schüler derer, die man oft einfach Kriegergilde nennt. Die einzigen alten... das haben wir, glaube ich, schon gelesen, oder? Ja. Arschländer, ja. Zeigt ein wenig mehr Respekt. Ich gehöre der stärksten Kriegergilde auf dieser Seite des Todes an. Eidis Feuerauge ist hier Gildekämmerer. Sucht sie auf, falls ihr davon überzeugt seid, dass ihr das Zeug habt. Die Magiergilde befindet sich westlich... Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gelesen. Die Gildenkämmerin hier in Bamora ist Eidis Feuerauge. Kennt niemanden, der so aussieht. Das haben wir auch schon gelesen. Das auch schon mal. Das kennen wir. Kennen wir alles. Das haben wir auch schon mal gelesen. Nieses lauert. Kaiserlicher Kult. Cool, kenne ich, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, ich glaube auch. Naja, das kennen wir auch schon. Kriegergilde haben wir schon oder? Ja, dies ist die Kriegergilde. Eidis Feuerauge ist die Kämmerin. Redet mit ihr, wenn ihr der Kriegergilde beitreten wollt. Kurzen Ratschlag. Wenn ihr eine Söldnerlaufbahn einschlagen wollt, die Kriegergilde ist nicht allzu wählerisch. Seid bitte nicht beleidigt. Ich meinte nur, dass die Kriegergilde zwanglos, locker und gelassen ist. Die Legion... Ach, das kennen wir auch schon. Langen mir mein Beruf. Kundschafter, Mondfolterfestung, Morrowind. Morrowind-Legenden. Da konnte der Akavia und Admora. Das wäre cool, wenn man da auch mal irgendwann hin kann. Ja, es ist einfach schrecklich. Sie kannte ihn also. Aber den Mörder nicht. Schlickschreiter, Fährdienst, Cheogorath. Städte leben entweder in Großstädten wie Vivek, Kleinstädten wie Aldrun oder in neueren Siedlungen im Kaiservolkstil wie Caldera. Die Fürstenhäuser der Dunmeer heuern ebenfalls Söldner an. Sie sind zwar wählerischer, bieten aber einen guten Lohn, sowohl in barer Münze, als auch was den Zugang zu Ausbildung und anderen Diensten betrifft. Habe ich da jetzt was Neues bekommen? Die größten Siedlungen an der Westspalte sind Gnisis, Alt-Veloti und Kuhl an der Nordküste und Caldera und Balmora im Süden. Das haben wir schon gelesen, das auch. Kuhl auch. Nur Alt-Veloti glaube ich nicht. Alt-Veloti ist ein winziges Fischerdorf an der Nordküste der Westspalte. Okay. Mal sehen, vielleicht magst du mich ja gleich ein bisschen mehr. Ausbildung? Oh, geil. Mittlere Rüstung. Okay. Und? Was wünscht ihr? Vielleicht sollte ich erst mit allen reden und dann der Gilde beitreten? Willkommen, Abenteurer. Sucht ihr nach einer mächtigen Waffe? Etwas, mit dem ihr einen übermächtigen Gegner besiegen könnt? Wenn ihr in kürzester Zeit gehörigen Schaden einrichten wollt, ist ein Giftschwert nicht zu schlagen. Probiert meinen eisernen Spinnendolch und meine stählerne Spinnenklinge oder eine kaiserliche Netschklinge, um noch größeres Unheil anzurichten. Okay, ich bin Wein, Schmied und Schüler derer, die man oft einfach Kriegergilde nennt. Okay. Kennen wir alles?
Der kennt niemanden, der so aussieht. Schade. Passt nicht. Sie sagen, dass die Legion ihre besten Rekruten zuverlässige Rüstungen ausgibt. Aha. Dienste? Nein, das sagt ja genau das Gleiche. Ah, hier. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Drei Fürstenhäuser regieren Farenfell. Die Mitglieder von Haus Redoran sind edle Krieger und eifrige Anhänger des Tempels. Die Mitglieder von Haus Lalu sind Händler und Handelsfürsten, die das Kaiserreich unterstützen. Die Mitglieder von Haus Telvanni sind unabhängige Zaubererfürsten, die das Kaiserreich, den Tempel und die anderen Fürstenhäuser verachten. Ah ja. Gildenführer, bestimmtes, kaiserlicher Kult. Wenn ich... Ach, das kennen wir auch schon. Das kennen wir. Schmied haben wir auch schon mal gelesen. Was die beiden kriminellen Gilden hier sind, die Kamona Tong, das ein alteingesessene Verbrechersyndikat, und die Diebesgilde, die Kaiservolkneulinge. Die Diebesgilde muss gegen die rücksichtslose und fest etablierte Kamona Tong um ihr Überleben kämpfen. Und was ist der Murok Tong oder wie die heißen? Naja. Wer? Ah, er kennt ihn nicht. Dann halt nicht. Die Krieger- und Magiergilden haben immer Arbeit für Söldner. Zur Ausbildung schwere Rüstung. Wieso nicht? Auf 6 Punkte. Reparieren habe ich eh nichts. Und wenn, dann würde ich selbst. Handeln. Was hast du denn Schönes? Waffen. Okay. Kleidung. Magie. Sonstiges. Ah, bei dem kriegen wir wieder viel Zeug. Okay. Ich glaube, das wird unser neuer Reparaturhändler. Überzeugen. Versuchen wir es mal. Oh, das klappt. Nun gut, wenn ihr darauf besteht, kann ich nicht nein sagen. Das ist ja dieses Feuerauge, das weiß ich. Also gehen wir erstmal runter. Yay. Mist. Ist alles nichts wert. Erstmal hier weiter. Jetzt möchte ich mitnehmen. Und das war's. Eine Tür. Ah, okay. Zumachen. Hasfat Antabolis. Sprecht. Ich bin Hasfat Antabolis, Ausbilder der Balmora Kriegergilde. Ich bilde gewöhnliche Bürger und für einen erheblichen niedrigeren Preis Angehörige der Kriegergilde aus. Oh. Egal. Balmora Kriegergilde. Die Fürstenhäuser erwarten von ihren Söldnern Loyalität. Nur selten wird jemand angeheuert, der einem anderen Haus dient. Und wenn, dann nur für kleine, unwichtige Aufgaben. Nahkampf! Plötzlich sind die Positionen zurückgesetzt. Überzeugen. Ist schon gut, Winder. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Redet schon! Flaenia Amiolusus. Ich grüße euch, Bürger. Ich bin Flaenia Amiolusus. Willkommen in Balmora. Wir sind eine Stadt, die Haus Lalu nahe steht und treue Bürger des Kaiserreichs. Was kann ich für euch tun? Ich bin Flaenia Amiolusus, Ausbilder und Geselle derer, die man oft einfach Kriegergilde nennt. Das kennen wir aber alles jetzt wieder. Befehle? Die Gildenkämmerin... Ah, hier ist das E, das N dabei. Die Gildenkämmerin hier in Balmora ist Aidis Feuerauge. Ich glaube, die Beschreibung passt auf Tanelen wie das von der Ratstaverne. Ja, das würde ich auch meinen. Aber ich komme irgendwie nicht weiter. Möchte sie nicht reden. Das kennen wir alles.
haltet eure Waffen und eure Rüstung in gutem Zustand. Wenn ihr nicht über die Mittel verfügt, diese Arbeit von anderen verrichten zu lassen, müsst ihr lernen, wie man es selber macht. Leistet euch nur beste Qualität. Schließlich hängt eure Leistung von der Güte eurer Werkzeuge ab. Das stimmt. Ja, ich möchte dir auch bald beitreten. Ich bin Ausbilder. Oh, den Beruf haben wir, glaube ich, auch noch nicht gelesen. Ich trainiere die örtliche Miliz und bringe sie in Form. Bürgern bringe ich die Grundlagen im Blocken und im Kampf mit Speer und Langwaffe bei. Doch größtenteils konzentriere ich mich auf Athletik und Akrobatik, denn an Konditionen mangelt es Bürgersoldaten am meisten. Was nützt es, dass sie kämpfen können, wenn sie nach einem kurzen Marsch in voller Montur in Ohnmacht fallen? Ja, das stimmt. Im Telvanni-Distrikt sind die wenigen Telvanni-Turmstädte große Dörfer mit Zauberertürmen. Ich habe gehört, dass an dem Tag, an dem Ralin Lalo ermordet wurde, ein rothaariger Dunmer gesehen wurde, wie er Haus Lalo verließ. Habe ich auch schon gehört. Mal sehen, was du ausbildest. Athletik, Speer und Blocken. Wir machen Speer. Jetzt noch ein bisschen überzeugen. Hey, ist schon gut, wenn ich werde sehen, was sich machen lässt. Okay, mal sehen. Falle und Schloss 90. Mist. Was da wohl dahinter ist? Und hier komme ich aber rein. Oh, da ist keiner. Ich kann die Tür... Ich kann aber die Kiste hier nicht machen. Oh, Schloss 5. Geil. Geselle, Geselle, Geselle. Lehrling. Haben wir gleich. Hoffe ich. Komm, das ist nur Schloss 5. Ah, aufgeschlossen. Gefällt der Stoff, 5 Tragen, kleines Quammerei und ein gewöhnliches Amulett. Dich haben wir auch gleich. Hehe. Okay, ein paar Sachen. Noch irgendwas? Hier eine Kiste? Nein. Okay. Zumindest ein bisschen skillen konnten wir. Bei denen da werde ich nicht stehlen können. Wie sieht es bei denen hier oben aus? Nee. Wird auch nicht möglich sein. So, bevor ich mit der rede, erstmal hier weiter umschauen. Da ist Balmora und hier ist auch Balmora. Und wo komme ich da hin? Hier komme ich dahin. Nacht ist es. Hier komme ich auf den Balkon. Na gut, Aldis Feuerauge, treten wir der Kriegergilde bei. Nun frei heraus, Winder. Was wollt ihr? Seid ihr hier, weil ihr der Kriegergilde beitreten wollt? Ihr seid jetzt in der Gilde der Krieger in Balmora. Ich bin die Gildenkämmererin. Kämmererin? Gildenkämmerin oder Gildenkämmerer? Wollt ihr der Kriegergilde beitreten? Ihr habt also die Ratten getötet, Winder? Nicht schlecht. Für jemanden wie euch seid ihr bereit für weitere Befehle? Tagebuch wurde aktualisiert. Treibt es nicht zu weit mit mir. Ist offenbar? Ja, ist die Quest ist weg. Cool. Ihr wollt der Kriegergilde beitreten? Ich bin hier in Balmora die Kämmerin. Söldner aller Arten finden in Morrowind leicht Arbeit. Gehört ihr zu den Unsrigen? Nein, dann sind meine Dienste für euch nicht verfügbar. Nun gut, wenn ihr darauf besteht, kann ich nicht Nein sagen. Ihr schaut aus, als würdet ihr euch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Bevor ich euch unter Vertrag nehme, solltet ihr euch vielleicht die Satzung der Kriegergilde ansehen. Seid ihr bereit? Euch jetzt zu verpflichten. Satzung. Eure Aufgaben verpflichten euch gegenüber euren Fürsten und Brüdern. Seid immer ehrenhaft und tapfer. Behaltet einen wachen Verstand und erliegt nie den feigen Tricks der Schwachen. Als Mitglied dürft ihr Gegenstände aus unserer Ausrüstungstruhe nutzen. Es gilt als Verrat, andere Mitglieder der Gilde zu bestehlen oder zu bekämpfen. Wenn ihr diese Regeln verletzt,
müsst ihr mindestens mit einem Aufseher der Gilde reden, um euer Ansehen zu retten. Glaubt ihr, dass ihr diese einfachen Ideale einhalten könnt? Mit Sicherheit. Ihr seid nun Aspirant der Kriegergilde, Winder. Arbeitet hart, folgt den Befehlen und es wird euch gut gehen. Sucht mich auf, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr für eine Beförderung bereit seid. Regeln. Eure Aufgaben verpflichten euch. Das haben wir aber gerade schon gelesen, oder? Ja. Beförderung? Ihr habt die Anerkennung der Kriegergilde, Winder. Ihr seid nun Schüler! Eure Talente sind bemerkenswert, aber einige zweifeln an der Tiefe eurer Hingabe. Übernehmt mehr Aufgaben für die Kriegergilde und ihr werdet euch schon bald euren Platz verdienen. Ausrüstungstruhe. Ihr werdet eine Grundausstattung finden. Pfeile, Bolzen und Heiltränke. Wenn ihr mehr Heilung benötigt, so geht zum Tempel. Wir sind in der Lage, die Truhe hin und wieder aufzufüllen, aber verlasst euch nicht darauf. Jetzt kann ich aber ausbilden, oder? Welchen Rang seid ihr? Schüler? Dann sind meine Dienste für euch nicht verfügbar. Noch nicht. Schüler, Stärke 3, nächster Rang, Geselle, Stärke 30 und Konstitution 30. Bevorzugte Fertigkeiten, Axt, Langwaffe, Stumpfe Waffe, schwere Rüstung, Schmied und Blocken. Erfordert eine Fertigkeit mit 20. Okay. Stärke habe ich auf 40. Konstitution habe ich auf 50. Das ist also schon mal okay. Erfordert eine Fertigkeit mit 20. Langwaffe ist doch auf 20, oder? 36 sogar. Okay. Ich muss vielleicht noch eine Quest machen. Naja, bevor wir uns jetzt Befehle holen, mal sehen, ob da noch irgendwo was Neues ist. Regeln. Kann ich anscheinend überall jetzt abrufen. Sagt er jetzt was Neues? Schüler, was soll man da schon sagen? Wir sind die wenigen, die Stolzen, die Unterbezahlten. Haha. Und Kriegergilde selbst gab es ja auch noch. Ah, okay.